Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt schon länger nicht gevloggt. Aber fahr doch bitte, fahr, danke. Wie geht's euch, meine Süßen? Mir geht's gut. Soweit. Ich hatte eine kleine Phase, wo ich sehr... Also ich war nicht so gut drauf und nicht so motiviert. Übrigens habe ich die Haare gekürzt. Seht ihr das? Hat meine Mami gemacht. Das waren so ungefähr 5 Tage, glaube ich, wo ich echt nichts gemacht habe. Wirklich nur zu Hause war und ich hatte zu gar nichts Lust, zu gar nichts Motivation. So die kleinsten Sachen waren schon so anstrengend für mich. Und mir ging es halt auch körperlich nicht so gut. Aber ich habe mich dann zum Glück selber gefangen. Relativ schnell wieder. An einem Tag habe ich schon gesagt, da wollte ich halt auch einfach, das war glaube ich der 4., 5. Tag, da wollte ich halt dann auch eigentlich liegen bleiben. Da hat mich dann ein guter Freund gefragt, ob wir was essen gehen und eigentlich hatte ich keine Lust, aber ich dachte so, wenn ich jetzt nicht ja sage, ne, wenn ich jetzt nicht mit dem Essen gehe, dann wird das noch lange so bleiben. Dann bin ich mit ihm essen gegangen und dann ging es wieder bergauf. Von da an. Ich habe jetzt übrigens mit TikTok angefangen, Leute. Folgt mir mal auf TikTok. Das macht so Spaß. Als es noch Musical.ly hieß, habe ich das auch voll gerne gemacht. Aber ich habe jetzt die ganzen Videos privat gestellt, weil die waren alle noch öffentlich. Gut. Ja, also es macht echt Spaß. Ich dachte früher immer so, ich glaube viele denken das immer noch. Also was heißt früher? Ich dachte bis vor kurzem noch so, ach, TikTok, was ist das? Aber jetzt, ne? Das gehört zu meiner Daily Routine jetzt. Das ist so witzig teilweise, ne? Manchmal auch sehr cringy, aber ist schon witzig, muss man schon sagen. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder motiviert. Ich bin motiviert, weiter Videos für euch zu machen. Ich versuche mehr mit anderen YouTubern zu produzieren. Ich war eigentlich immer so quasi so die Einzelgängerin. Ich wollte nie was mit anderen YouTubern machen, weil ich halt... Ich weiß nicht, ich wollte halt erstens nicht bei anderen gammeln und dachte immer so, ja komm, du schaffst das allein, du brauchst nicht die Follower von anderen so. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich das auch alleine schaffe, aber es macht halt einfach Spaß. Und ich glaube, ihr guckt euch das auch sehr gerne an, wenn bei mir mal andere auf meinem Kanal sind. Deswegen... Ja, ich habe jetzt ein Video mit Shaggy gemacht und ein Video oder 2 Videos sogar mit Nessa Rose. Und natürlich, ich mache jetzt auch nicht mit jedem YouTuber, der mir irgendwie über den Weg läuft, die Videos. Das kann ich auch einfach nicht. Ich mache das wirklich nur mit Leuten, die ich auch persönlich kenne und auch persönlich schon mal davor irgendwie gesehen habe und treffe mich jetzt nicht nur mit denen, um das Video zu drehen und dann nie wieder so, sondern ich muss halt den Personen... Also die Person muss ich halt schon etwas kennen, muss jetzt nicht meine beste Freundin sein oder so, aber dass ich weiß, mit der kann ich ein Video machen und das würde nicht irgendwie, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt euch schon mal erzählt habe, ich glaube nicht, aber ich habe ja jetzt 2 neue, ich will eigentlich nicht Manager sagen, weil das sind halt auch sehr, sehr gute Freunde von mir. Aber es sind doch, es sind trotzdem irgendwo meine Manager. Auf jeden Fall, ja, die beiden. Und ich bin, ich weiß nicht, ob die diese Videos hier sehen, weil die blöffen zwar immer, dass sie meine Videos ganz angucken, aber wir werden ja sehen, ob die meine Videos ganz angucken, weil dann werden die mir darauf schreiben. Aber ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass diese Personen in mein Leben gekommen sind. Es sind dieses Jahr... Also eigentlich beschränke ich das nicht gerne so auf das Jahr. Ich rede auch nicht so gerne, ja, dieses Jahr war so und so. Aber dieses Jahr sind halt auch Personen aus meinem Leben gegangen, die mir sehr wichtig waren. Aber jetzt sind, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber jetzt weiß ich, dass es richtig war, damit jetzt auch neue Leute, die mich weiterbringen, in mein Leben treten können, wisst ihr? Also ich musste irgendwie Platz schaffen und ja,
natürlich ist es nicht immer leicht, wenn Menschen, die dir sehr, sehr viel bedeuten, aus deinem Leben gehen. Ich will auch nicht weiter ins Thema gehen, aber sowas passiert und ich akzeptiere das und ja, ich versuche das Gute darin zu sehen, weil wenn eine Person sich insofern, also gegen dich entscheidet in irgendeinem Sinne, hat das einen Grund so. Und ich habe das jetzt einfach akzeptiert und es ist so und jetzt versuche ich die guten Dinge darin zu sehen. Und ich bin auch gar kein Mensch, der irgendwie sehr, sehr nachtragend ist oder so. Und, oder sauer, keine Ahnung, ich sehe da keinen Sinn drin. Damit wollte ich euch nur sagen, wenn Leute aus eurem Leben gehen, dann ist das nicht ohne Grund. Ich weiß nicht, ich bin halt eigentlich ein Mensch, ich hasse Menschen, aber ich liebe Menschen, wisst ihr? Weil es gibt so viele Menschen, die schlecht sind und einfach nur dumm sind und nerven und scheiße sind. Aber es gibt auch sehr, sehr, okay, wollen wir es nicht übertreiben. Es gibt auch viele Menschen, die einfach tolle Menschen sind, die gute Menschen sind und die dich weiterbringen und denen du wichtig bist. Und die, die jetzt neu in mein Leben gekommen sind, die haben einfach etwas in mir gesehen. Keine Ahnung, das hat mich nochmal so motiviert, als die auf mich zukamen und einfach was in mir gesehen haben. Weil, wisst ihr, wenn du Influencer bist, manchmal ist man nicht, aber wenn du Influencer bist oder Blogger oder YouTuber oder weiß nicht was, kommen öfter Menschen auf dich zu, Summer Manager und bla bla hier und ich will dir das ermöglichen, ich will dir das zeigen, wir machen das zusammen. Das ist halt so typisch. Das, ja. Und irgendwann glaubst du das halt auch nicht mehr, weil so viele Menschen auf dich zukommen und einfach nur Scheiße labern. Ist ja im Alltag auch nicht anders. Es kommen ja oft Menschen auf dich zu und versprechen die falschen Sachen, die eh nicht halten. Und vielleicht meinen die das nicht mal böse. Ich meine auch gar nicht, dass diese Manager, die auf mich zugekommen sind und mir Sachen versprochen haben und gesagt haben, wir machen das, wir machen das, wir machen das, dass die irgendwie gelogen haben oder das böse gemeint haben, sondern dass die einfach geredet haben, ohne zu wissen, ob sie das überhaupt einhalten können oder ob sie überhaupt die nötigen Sachen dafür haben, um das zu ermöglichen. Aber wie gesagt, ich bin sehr glücklich mit den Menschen, die neu in mein Leben gekommen sind. Es kommen nicht oft neue Menschen in mein Leben, die ich dann so eng halte. Also es kommen schon mal öfter Menschen, mit denen ich dann vielleicht die gute Bekannte sind oder so. Aber es ist nie so, wirklich nie. Also ich hatte das seit so lange nicht mehr, dass ich einen Menschen kennengelernt habe oder mehrere Menschen kennengelernt habe und dann sehr, sehr viel Zeit mit denen verbracht habe. Und die wirklich halt an mein Leben teilgenommen lassen habe, war das Deutsch? Egal. Weil ich halt einfach immer vorsichtig bin, so in der Sache und ja, weil Menschen sind scheiße, aber Menschen sind auch gut. Manche. Und ja. Guten Morgen, Leute. Ich warte jetzt noch, bis mein Eiskaffee kalt wird im Eisschrank und wollte euch noch etwas zeigen, aber das muss ich besser sauber machen. Ich wollte euch nämlich eine Shisha zeigen, die ich zugeschickt habe. Okay, Leute, ich wollte euch diese Shisha zeigen. So sieht die aus. Also, das ist ein bisschen dreckig, sorry. Aber ich wollte euch einfach zeigen, weil die so, so schön ist. Guckt die bitte. Also, guckt bitte. Allein die Bowl ist schon so geil. Das hat halt diese Detail, also das von R2 Hooker. Ich verlinke euch die Seite hier nochmal. Und in der Infobox. Die haben auch eine Instagram-Seite. Und ja, hier ist das Logo. Hier ist das Logo. Und ich finde die einfach richtig, richtig schön. Die gab es auch in Pink und in Rot. Und dabei ist noch eine Fernbedienung und ein Licht, was ich jetzt schon da reingetan habe. Und damit könnt ihr natürlich das Licht einstellen. Und dann leuchtet halt die ganze Bowl. Richtig, richtig schön. Die wollte ich euch nur kurz zeigen. Ich verlinke euch, wie gesagt, die Seite in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ich habe einen Rabattcode, Bitches. Der Rabattcode lautet Myla20. Damit bekommt ihr 20% auf alles. Warte, das ist noch der Schlauch. Hier steht auch wieder das Logo.
Peach. Und die raucht auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe auch noch eine andere Shisha, die übrigens teurer war als die, aber nicht so schön aus wie die. Genau. Ich werde mich jetzt schminken. Okay, Leute. Warte mal, einmal habe ich dunkle Haare. Shawty will and Rari, oh yeah, I'm living in the party, oh yeah, hat's mit meiner Mami, oh yeah, heute im Fiat, bald im Tesla, gehört zusammen, geht es besser, du bringst den Sommer wie im Juli, du bist Bombe, du bist Juicy, ein Star ist geboren, born, born, ich glaube an dich. Die Welt, die wird staun, staun, staun. Glaubst du denn nicht? Ich lass dich niemals down, down, down. Nein, das ist kein Trick. Ein Schritt nach vorn. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich mein Auto nicht mehr putzen war. Oh Gott, von innen ist noch schlimmer. Ich schaff's einfach nicht. Weil ich erstens bin ich zu faul. Zweitens habe ich keine Zeit. Drittens weiß ich auch nicht. Das sind eigentlich schon Ausreden. Mein Fingernagel ist gerade eben abgebrochen. Also halb. Der hängt nur noch so an einem Faden. Oh, ich hasse es so sehr. Ja, ich muss jetzt einkaufen gehen. Reden wir über was Gutes. Heute ist ein schöner Tag. Heute scheint die Sonne. Das war schon lange nicht mehr der Fall. Ich habe einen Kaffee getrunken. Für die, die es noch nicht gemerkt haben, ich lade jetzt immer mittwochs und sonntags ein Video hoch, also safe, also wenn jetzt wirklich was Wichtiges dazwischen kommt, dann sorry, aber das sind jetzt meine Videotage, Uhrzeit muss ich noch gucken, aber ich schätze mal eigentlich immer 18 Uhr regulär, gestern zum Beispiel hat es nicht geklappt, da war es dann 8:30, weil ich es vergessen habe, deswegen habe ich auch keine Videotage die ganze Zeit gehabt, weil ich es sowieso immer vergesse, aber ich stelle jetzt Wecker und ich möchte es durchziehen. Ich habe es jetzt schon dreimal durchgezogen und ich werde es jetzt auch weiterhin durchziehen, weil ich möchte, dass ihr euch auch da ein bisschen so dran gewöhnt, dass ihr wisst, oh, heute kommt ein Video von der lieben Meile. Dann könnt ihr auch direkt drauf gehen. Und ja, ich versuche, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe so ein bisschen was verändert. Ich habe später noch einen Termin um 16.30 Uhr in Rendsberg. Und ich hole mir jetzt ganz wichtig. Da habe ich auch nicht vergessen, so Ingwer-Shots und so. Habe ich letztes Mal mir 3 von geholt. Einen Kurkuma und 2 Ingwer. Die Ingwer fand ich sogar fast lecker. Also war sehr, sehr scharf so im Nachhinein. Aber das ging noch. Also ich fand, es ging auf jeden Fall noch. Aber Kurkuma, ich finde Kurkuma ist das Ekelhafteste, was es gibt. Wirklich. Boah. Meine Mutter macht mir manchmal so einen Shot selber mit Gerstengras. Also diese goldene Milch quasi. Ich glaube, hier kommt noch ein anderer Laden hin. Ich glaube schon. Bin mir eigentlich sicher. Also es könnte sein, das ist ja doch safe. Bestimmt DM. Oh mein Gott. DM hier hinten. Shots gekauft. So sehen die aus. Ich werde jetzt einen trinken. Das ist mit Apfel, Ingwer und Zitrone. Aber das wird wieder voll scharf. Aber egal. Ich kann das aber nicht alles immer in einen trinken. So viel. Ich hoffe, das bringt was, ne? Ich trinke das nicht umsonst. Aus Spaß. Ja.
Boah. Okay, ich halt wieder nach Hause. Okay, Leute, ich bin wieder zu Hause. Ich habe mir jetzt noch 3 Brote gemacht. Ich habe nämlich noch nichts gegessen. Und noch so einen Kaffee. Ich trinke eigentlich nie Kaffee. Aber da ist ja auch jetzt nicht so viel Kaffee drin. Ich überlege noch, meine Nägel machen zu lassen. Ich habe irgendwie keine Lust, in die Stadt zu fahren. Boah, ich hasse es, Nägel zu machen. Ne? Ich finde das so nervig, weil ich da einfach nichts bei machen kann. Das ist so unproduktiv. Mein Termin hat sich verschoben. Ich glaube, ich ziehe jetzt erstmal mein Poker aus, weil die nervt. Ja, und wie geht's euch so? Bye! Fertig für heute.